Nun geht's eigentlich weiter. Die Löcher zugeschweißt noch, weil hier drüben war noch ein bisschen Unreimigkeiten. Also, jetzt werde ich meinen Sitz anschweißen. Dann habe ich noch von meinem alten Projekt, werde ich euch auch mal hier oben in der Ecke verlinken, meine Blumenhalterung aus einem tollen Gartenzaun. Das werde ich hier, kommt das ran? Das werde ich mit Kabelstrapsen, werde ich ein, zwei Löcher hier bohren und dann mit Kabelstrapsen festmachen. Hält super. So hält das natürlich auch, aber wenn man was reinmacht, fällt das natürlich runter. Sehr doof. So, denn als nächstes habe ich zwei so eine Schlüssel. Das sind einmal ein 18er, 21, 22 und ein 19er. Die beiden möchte ich gerne so verschweißen. Und das möchte ich versuchen, dass es denn hier vorne so raufkommt. Versuche ich zumindest. Das werde ich jetzt gleich als erstes machen. Diese Geschichte mit das. Und danach werde ich mich an das Schwere ranwagen, weil viel Platz habe ich hier nicht an dieses Rohr, das zum Halten bringen. Aber das ist ja nur als Deko und da brauchen ja keine Blumen rein. Ich wollte das vorher als Blumenhalter benutzen. Aber das sieht so fetzig aus, also ich habe gedacht, nö, ich lasse das doch mal lieber so. Also ich passe jetzt drauf auf, hier ist 22 und hier ist 21. Die beiden großen nach oben und die zwei kleinen nach unten. Jetzt versuche ich mal, dass irgendwie, dass es passig ist. Oder dass ich irgendwie Masse bekomme, muss ich ja hier auch irgendwie zusammenheften. So, fertig bin ich. Ist jetzt nicht die Hoppala. Also bloß nicht mit der Hände anfassen. Ich mache es auch mit der Zange hier. Also es ist jetzt nicht die Schönheit geschweißt, aber es ist trotzdem okay. Es hält. Und ihr habt es gerade gesehen. Es ist sogar runtergeknallt. So, jetzt warte ich einen Moment, bis das abkühlt. In der Zeit werde ich jetzt meinen Sitz ranschweißen. So, nun ist es ja super abgekühlt. Ich werde das hier gleich ranpunkten. Denn habe ich mir nebenbei überlegt, habe ich hier noch so eine tolle Dekokette gefunden. Ist egal, ob die jetzt verrostet ist oder nicht. Ich werde das so anpunkten. Moment, so. Und dann ein kleines bisschen runterhängen und den ganzen Sitz ringsherum. Das gleich, denn möchte ich meine alten Messer von meiner Rasenmäher auch noch gleich zusätzlich verbauen. Die werde ich unten an der Kurbel anschweißen als, ja, als Pedale. Ein Flügel so und der andere Flügel so. Ich finde es super. So, dann habe ich hier noch meinen alten Eimer. Dieser Eimer, der war bei meinem Rosenbeet drinne. Und ich hatte die ganze Zeit gedacht, was mache ich mit dem Eimer? Der stört da jedenfalls die ganze Zeit. Und ich werde da jetzt Löcher reinbohren. Und der kommt super hier ran und als Pflanzmöglichkeit. Dann mit Kabelstrapsen fest. Man hätte es auch mit Eisen festmachen können, also mit Wickeldraht oder so. Aber das mache ich nicht, weil das wird auch durchgammeln durch die Erde und Wasser. Daher mache ich es mit Kabelstrapse. Dann habe ich hier noch meine Hacke. Durchgebrochene oder abgebrochene, die kommt hier ran. Denn von meiner Husqvarna, das alte Schwert, werde ich dann auch irgendwo als Dekomittel hier ran schweißen. Dennoch eine große Axt, die brauche ich nicht mehr. Ich habe andere, die kommt hier hinten ran. Werde ich so ran schweißen. Denn von meiner alten Einhell-Gartenheckenschere, die werde ich hier vorne
so ranpunkten, beidseitig. Und die andere Seite natürlich die gleiche. Au. Na? Ja, das ist jetzt so der Plan. Ich hoffe, der Plan geht auch so vernünftig auf. Und dann werde ich das jetzt fix durchpunkten. Nebenbei werde ich auch gleich mal bohren. Das werde ich jetzt gleich mal schön tun. Ich weiß, das Video wird sehr schweißlastig sein, aber man kann es leider nicht ändern, wenn das ganze Projekt oder ja, das ganze Projekt eben halt aus Metall besteht. Ne? Und schweißen tue ich sehr gerne. Wenn es vernünftig aussieht, dann ist es sowieso noch am geilsten. Und ich finde, das Endresultat, was dann herauskommt, tut, freue ich mich jetzt schon drauf. Und ich denke mal, ihr bestimmt auch. So, ich habe mir außerdem falsche Bohrer rausgeholt, weil es geht ja schlecht, mit einem Holzbohrer in ein Metall reinzubohren. Das geht schlecht. Also, Metallbohrer schnell holen. So, vier Löcher drinne. Kicken, ob es passt. Jo, passt. Das mit Kabelstrapse fest. Prima, können Blumen rein. So, das gleiche werde ich jetzt mit vorne auch noch machen, schnell. So, fest habe ich es jetzt. Kabelstrapse hier vorne mit dem Blumenhalter. Das hat leider mit der Kabelstrapse nicht gehalten. Hier auch nicht. Ich musste es vorsichtig hier einmal anpunkten und hier vorsichtig anpunkten. Und ich muss noch eine Stange reinschmeißen, dass ich es auch nochmal hier gehalten kriege. Und jetzt hält es super. So, dann wollte ich euch gerne mal... Nebenbei bin ich jetzt hierbei. Das punkte ich jetzt sachte Stück für Stück an. Und dann schweiße ich jetzt meine Schlüssel schnell an. So, also, sieht doch recht super aus. Ruckzuck dran. Und nun geht's zur Kette. Also das Ergebnis, finde ich, sieht echt klasse aus, ist aber, kann ich gleich sagen, ist super, super, super schwer zu schweißen, kann ich auch gleich sagen, warum. Wenn man nicht die perfekten Handschuhe anhat, dann passiert sowas. Ja, dann brennt dir der Handschuh ein Loch rein. Ne?
Also, da musst du ganz, ganz doll aufpassen. Also, meine Schweißerhandschuhe, die sind leider Gottes kaputt gegangen. Und bis dann habe ich leider Gottes immer noch nicht geschafft, mir neue zu kaufen. Ich weiß nicht warum. Immer war irgendwas anderes wichtiger. Ich kann euch ja mal meine Wunschliste unten mal verlinken. Da könnt ihr mal ja was Gutes tun. Jedenfalls darauf achten, Schweißerhelm ist super wichtig und so eine Schweißerhandschuhe sind super wichtig, dann kommt nicht so was bei raus. Ne? Also beim Schweißen können wirklich Verbrennungen im Gesicht oder an den Händen passieren. Ne? Sehr, sehr schlimm. Also mir hat es jetzt nicht wehgetan, nur ganz leicht hier, aber es hätte nicht sein müssen. Absolut nicht sein müssen. Selber schuld. Ich, Demel, hätte ja auch Handschuhe holen können, ne? Nein, mit so einer Handschuhe geht's auch natürlich, ne? So, hier bin ich jetzt fertig, bin richtig begeistert, sieht richtig toll aus. Und das lag eine Kette nur sinnlos bei mir rum und jetzt hat das seinen Verwendungszweck. Genial. So, ich habe jetzt 4 Löcher gebohrt. Einmal hier, hier, hier und einmal hier. Für dieses Blech hier. Hoppala, falsch rum. Und das kommt dann hier ran. Mein Husqvarna-Schwert. Bin ich die ganze Zeit am überlegen, wo ich das denn so ran mache. Bin schon am überlegen, so die ganze Zeit zu machen. Aber das sieht ja voll doof aus. So, ich denke mal, ich bin jetzt hier vorne fertig. Es sieht super aus. Ich denke mal, ich mache jetzt Feierabend. Wir sehen uns morgen in aller Frische wieder. Bis morgen. So, das Projekt ist fast fertig. Ich muss nur noch 2 Elemente. Einmal ein altes Rasenmäherblatt und so ein schönes Sägeblatt. Und das schneide ich einmal hier ab, einmal hier. Und das möchte ich gerne hier ranschweißen. Ja, das hat sich ein bisschen hingezogen. Ich wollte eigentlich, dass das Projekt schon 3-mal so schnell fertig ist und euch schon zeigen. Aber zum Schluss bin ich ausgerutscht, auf dem Hintern geknallt und habe mir das Ganze Knie, aber so dermaßen, Moment, falls ihr euch dann fragt, warum ich denn so komisch stehe oder schweiße, ich habe mir das ganze Knie weggeschuppert. Ich konnte 1-2 Tage kaum laufen. Das ist immer noch so dick. Und daher musste ich bei dieses Projekt erstmal Pause machen, sitzen, also hinsetzen und alles sowas. Das geht gar nicht. Wenn man sitzt, dann sitzt man, ist klar. Aber alles, was auf die Knie oder so ist, geht gar nicht. Ich muss immer mein Bein mal knicken, geht gar nicht. Also ich werde es jetzt so weit wie möglich mit euch zusammen fertig bekommen. Weil hier auf die Platte habe ich was ganz Spezielles vor. Und das habe ich auch bekommen und das möchte ich auch daran bekommen. Und dann ist es fertig. Aber bevor ich jetzt das alles ranmache und alles, möchte ich es vorher noch mit Farbe besprühen. Und es kommen noch Blumen vorne rein, winterfeste. Das sind einmal diese hier. Ich weiß nicht, ob man sie so gut erkennen kann. Das sind 4 Stück, die sehen nachher dann so aus.
Und zwei kommen hier rein und dann passt das. Ich werde jetzt erstmal von meinem alten Rasenmäher und alte Rasenmäherblätter, die ich geschenkt gekriegt habe, wo ich dachte, die passen, werde ich das jetzt erstmal hier anpunkten. Das ist auch so als Deko. Und dann werde ich nebenbei das alte Sägeblatt passend zuschneiden für diesen Sitz hier. Und dann ist es fertig. Et voilà, ansprühen. Und dann können die Blumen rein. Und dann kommt mein Highlight hier hin. Und dann kann es perfekt dahingestellt werden, wo ich es haben möchte. Ja, jetzt wisst ihr, warum das durch ein bisschen in die Länge gezogen hat. Es hat auch ganz, 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 ganz doll geregnet, gewittert. Daher nicht wundern, warum das hier jetzt hier so alles ein bisschen nass ist. Ich fange an und ihr schaut einfach zu. So, ich bin jetzt fertig, angeschweißt oder zumindest gepunktet. Vorne das Messer habe ich jetzt auch angeschweißt, finde ich super. Fürs Schleifen kann man auch eine Schneidscheibe benutzen, ne? Aber schön drauf aufpassen, dass man nicht in dieses Material reinschneidet. Ansonsten kann man richtig vorsichtig auch schleifen. Wenn man keine Fächerscheibe oder Schrubbscheibe hat, kann man auch mit einer Schneidscheibe schleifen. Habt ihr ja hier gerade gesehen, geht super. Aufpassen und eine Schutzbrille tragen. Sehr wichtig. So, ich werde es jetzt ein bisschen schleifen, wo jetzt noch was zu schleifen ist. Ansonsten bleibt das natürlich. Ich werde es jetzt entweder mit komplett Zink sprühen oder zweifarbig, werde ich jetzt gleich mal überlegen. So, ich habe es jetzt mit einem Luftkompressor per Wasser habe ich das ein bisschen verdünnt. Zink angesprüht, sieht super aus. Restliche, die Platte, dann kommen wir zum Endspurt. Hier soll es jetzt bleiben. Natürlich ist das nicht die Endstation und die Packposition. Hier sollte es natürlich nicht bleiben. Aber hier wird es jetzt erstmal bis zum späten Herbst, Anfang Winter stehen bleiben. Der letzte Packposition, wo es für immer und ewig bleibt, das ist da. Und das werde ich beim nächsten Video euch mitnehmen. Jetzt werde ich aber was vorbereiten. Was noch machen muss, das ist das Einpflanzen. Und natürlich diese Spaten, die ich selber gebaut habe, die werde ich jetzt auch rausziehen. Da drüben ist auch noch einer. Die kriegen auch einen neuen Standort. Jetzt werde ich nur noch fix Erde holen, da einpflanzen und da einpflanzen. Und dann kommt da mein Highlight drauf. Gleich. So. Ja, wie die Blümchen jetzt hier heißen, das kann ich euch ja da jetzt nicht mehr sagen. Ich weiß nicht mehr, wie die heißen. Aber jedenfalls, was ich weiß, die sind Winterart. Und in meinem Garten stehen von diesen Pflanzen sehr viele. Ich finde die mega hübsch und passen auch super hier in den Garten rein. Weil die sind weiß, weiß, leicht gelblich, rosa, ein bisschen rot,
Und ein bisschen Lila ist drin. So, mache ich jetzt fix zu Ende und dann an den anderen. Ach, das hasse ich hier an Blumen. Wenn die so lange im Topf bleiben müssen und sich total verwurzelt haben. Ach Mann. Ist bestimmt bei denen hier auch? Ja. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Also das hasse ich wie die Pest. Und die kriegst du hier so gut wie gar nicht raus. Da musst du den ganzen Topf aufschneiden oder aufreißen. Boah. Schade jetzt um den Topf, aber ich denke mal, ich habe mehr als genug. So, fertig bepflanzt ist es jetzt. Und das Highlight ist das, was ich hier in der Hand habe. Das habe ich mir anfertigen lassen und schaut mal selber. Und jetzt wisst ihr auch, warum hier so eine Platte ist. Das werde ich jetzt fix zuschneiden und rankleben. Könnt ihr mal kurz nochmal richtig drauf gucken. Also hier oben ist erklärend TikTok, Instagram, das YouTube-Logo und mein Name, Selbstversorger Sandro. So, meine Lieben, jetzt könnt ihr mal ganz kurz in Ruhe mal gucken. So, ich würde sagen, mein Projekt ist gelungen. Ich bin mega happy. Von meinen alten Gartengeräten hat jeder seinen Platz jetzt bekommen. Es ist nicht in Schrott gelandet. Das finde ich sowieso super. Und das Highlight ist, dass ich ein Schild plus mein Name und wo ich alles zu finden bin, habe ich mir anfertigen lassen. Finde ich genial. Und jeder von meinen Gartengeräten bis von Gartenheckenschere, meine alte Husqvarna-Sägeblatt oder Schwert, hat jeder sein Blatt. Und die beiden Spaten, wo jetzt noch zwei Blümchen drin sind, die sind winterhart. Ich weiß nicht, wo die jetzt hinkommen, weil hier oben drin waren Primeln, die sind total eingegangen von der Dürre, kaum Wasser gekriegt, aber diese beiden Blümchen, die sind winterhart und die haben's, sehen super aus. Also, ja. Ja, das Schildervideo, wo ich mal die beiden Schilder gemacht habe für mein Namensschild, was hier an der Wand hängt, zeige ich euch. Das werde ich euch hier oben mal verlinken. Das werde ich jetzt, weil ich ja jetzt ein viel besseres Schild habe. Natürlich ist biologisches, abbaubares Holz ist sogar noch besser. Das werde ich jetzt später abschrauben, weil ich will, die ganze Wandseite muss noch gemacht werden, muss ich noch schleifen, neu Farbe bestücken und mit Silikon verdichten oder nicht verdichten, versiegeln. Und daher
passt das ganz gut, das Fahrrad. Und das bleibt jetzt bis kurz vorm Winter hier stehen. Und das packten dahin. Und ich sage jetzt tschüss, meine Lieben. Wir sehen uns beim nächsten Video eurer Selbstversorgersammlung. Tschüss!